Die Umweltprämie ist eines der wohl präsentesten Themen, das Politiker, Verbraucher und auch Unternehmer beschäftigt. Auf der AMI in Leipzig versuchen Aussteller weiterhin, Kosten- und Umweltbewusstsein zu vermitteln. Das Angebot vom Staat ist verlockend. 2.500 Euro für den alten und eine kleine Startprämie für den neuen Wagen. Die Schrottpressen quellen über und bei den Autoverwertungen stehen die alten Autos Schlange. Also ein zertifizierter Demontagebetrieb. Wir nehmen Fahrzeuge an, demontieren sie, legen sie trocken. Brauchbare Ersatzteile landen im Lager und sind dann für den Abverkauf bestimmt oder werden über unsere Werkstatt dann weiter verbaut. Wir nehmen Fahrzeuge an, legen sie trocken, demontieren brauchbare Ersatzteile, die bei uns im Lager dann ihren Platz finden und für den Abverkauf bestimmt sind. Oder der Kunde halt ein Teil sucht, das kann er dann bei uns bekommen. Es sieht so aus, dass neuere Baujahre bei den Verwertern landen, die jetzt in Massen angeboten werden und somit fast vom Markt verschwinden wird. Wie man seine Umweltprämie bekommt, da gibt es ja gesetzliche Vorlagen, die müssen eingehalten werden. Wir sind ja auch Kfz-Werkstatt und Meisterbetrieb. Und die Autos, die jetzt zu der heutigen Zeit verschrottet werden, verschwinden ja auch grenzenlos aus der Werkstatt. Der Neuwagen, den sehen die kleinen Werkstätten erstmal nicht. Das heißt also, der Käufer des Neuwagens muss erstmal wegen der Garantiegeschichte zum Hersteller fahren. Ja, viele Besitzer nehmen was mit von ihrem Fahrzeug als Andenken. Sei es die Nummernschilder, irgendwelche Logos vom Fahrzeug. Utensilien, die sie jahrelang begleitet haben, übernehmen sie halt im neuen Fahrzeug. Die rührendsten Augenblicke auf dem Hof bei der Trennung von einem Kunden von seinem alten Fahrzeug, der Kuss auf die Motorhaube oder das kurze Streicheln übers Dach. Das schönste Auto, was wir verwertet haben, ist sehr relativ. Für uns ist das Fahrzeug eigentlich mehr das Nutzfahrzeug. Schön, wie gesagt, gibt es eigentlich nicht. Und alle gebrauchte Wagen, wo wir mit den Ersatzteilen unser Geld verdienen. Hier befinden wir uns bei der Annahmestelle und der Trockenlegung. Hinter dieser Wand stehen die Tanks, wo die Flüssigkeiten dann halt über die Module abgefüllt werden. So, hier befinden wir uns im Kleinteillager von Anlassern über Lichtmaschinen, Wischermotoren, ABS-Modulen, Sicherheitsgurten, wird hier alles gelagert. So, hier oben geht es weiter, wieder Kleinteillager über Spiegel, Vergaser, Taroeinheiten, Heizregler, Kombischalter, also alles, was sich im Fahrzeug befindet. So, hier hinter mir sehen Sie den Lagerbereich. Hier wird alles gelagert, was brauchbar ist, beziehungsweise was aus den Fahrzeugen demontiert wird. Jedes Teil hat hier seinen Platz, sodass wir es dann auch EDV-mäßig wiederfinden können, beziehungsweise den Rest haben wir am Kopf.